Hallo, herzlich willkommen zu Backen mit Globus und Sally. Letztes Jahr habe ich Kuchen aus dem Glas gemacht, was man ganz gut verschenken konnte. Und in diesem Jahr gibt es eine Backmischung, die ihr auch im Glas zubereiten könnt und so verschenken könnt. Und gerade selbstgemachte Geschenke finde ich echt immer super schön. Vor allem kann man sie ganz gut vorbereiten und die Beschenkten freuen sich auch meist darüber. Ich habe jetzt hier eine Muffin-Backmischung vorbereitet mit Lebkuchengewürz. Ihr könnt natürlich auch was ganz anderes machen, die Gewürze abwandeln, Kakao weglassen, sodass es helle Muffins werden. Macht da ruhig euer eigenes Rezept draus und ich zeige euch mal, welche Zutaten ich verwende. Für eine Portion verwende ich 75 Gramm weißen Zucker, 75 Gramm braunen Zucker und eine Prise Salz, 160 Gramm Mehl, etwas Backpulver und Natron, 40 Gramm Kakao, Lebkuchengewürz, 50 Gramm Walnüsse, 50 Gramm Cranberries und 75 Gramm Schokodrops. Ich habe jetzt hier bereits ein Glas vorbereitet und hier ein Etikett gemacht und ausgedruckt und natürlich auch noch die Beschriftung. Auf dem Etikett steht im Prinzip nur Weihnachtsmuffins zum selberbacken und auf der Beschreibung steht dann, dass eben noch zwei Eier dazukommen, 150 Gramm Sonnenblumenöl und 150 Gramm Buttermilch. Das sind im Prinzip die drei Zutaten, die der Beschenkte dann noch dazugeben muss, also wirklich überschaubar. Und dann wird einfach alles zusammen vermischt, auf Muffinförmchen verteilt und gebacken. Und nach Belieben kann man die Muffins dann eben noch schön verzieren. So, ich nehme jetzt hier die Flasche, einen Trichter und ich habe jetzt hier weißen und braunen Zucker, damit ich einfach eine schöne Schicht habe. Also wenn ihr auf braunen Zucker verzichten wollt, gerne, aber dann fehlt euch einfach so eine schöne braune Schicht. Und jetzt wird alles nacheinander hier reingeschichtet. Immer mal ein bisschen klopfen. Weißer Zucker und Salz ist jetzt drin. Dann brauner Zucker. Immer mal so ein bisschen verdichten. Dann das Mehl mit Backpulver und Natron. Das halbiere ich jetzt. Kakaopulver. Es wird eng. Das Lebkuchengewürz gebe ich jetzt hier noch mit rein. Und das Mehl, das sollte noch passen. Perfekt. Und jetzt habe ich hier im Prinzip alle trockenen Zutaten drin, kann die Flasche verschließen und hier die übrigen Zutaten in einem kleinen Geschenktütchen mit dazu packen. So hat der Beschenkte eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte keine Walnüsse oder ich lasse es vielleicht weg und mache nur diese Schokomuffins. Ich verpacke die jetzt noch kurz und zeige euch das Ergebnis. Also die Zusatzzutaten gebe ich hier in so eine kleine Geschenktüte. Die sind wirklich nur optional, also ihr könnt auch die Backmischung so einfach schon verschenken, ist auch super lecker. Aber so ein bisschen Crunch finde ich immer ganz gut. Jetzt habe ich die Backmischung, den Zusatz, das Etikett wird jetzt hier auch noch befestigt. Und dann ist es bereit zum Verschenken. Und ich zeige euch jetzt noch, wie man die Muffins natürlich auch noch zubereitet. Dann könnt ihr nämlich direkt noch sagen, wisst ihr was, schaut euch einfach das Video von der Sally an. Denn ich zeige euch noch eine Deko-Idee. Wenn ihr die Backmischung geschenkt bekommen habt oder sie einfach selbst zu Hause zubereiten wollt, dann braucht ihr außer diesen trockenen Zutaten noch diese drei. Zwei Eier, 150 Gramm Buttermilch und 150 Gramm Öl. Da habe ich jetzt ein Sonnenblumenöl. Und statt Buttermilch könnt ihr auch Kefir nehmen oder etwas Milch und zum Beispiel einen Schuss Zitronensaft dazu. Und jetzt könnt ihr einfach alle Zutaten miteinander vermischen. Die Walnüsse gerne vor dem Einfüllen oder nach dem Einfüllen, also beim Zubereiten, ein bisschen zerkleinern, so mit den Händen einfach zerdrücken. Dann vermische ich die Zutaten. Und ich habe jetzt einfach noch ein großes Glas gemacht mit der Backmischung, aber ich finde das kleine Glas plus die Zusatztüte viel, viel schöner. Und hier kommen jetzt noch die übrigen Zutaten rein. So, da braucht man auch keine Küchenmaschine dazu. Das kann wirklich jeder zubereiten. Jetzt kurz vermischen. Und jetzt fülle ich die Muffinform mit einem Eisportionierer und dann können die Muffins schon gebacken werden.
Jetzt stelle ich noch die Schokoglasur her aus Kokosöl, Puderzucker, Kakaopulver und einem warmen Espresso. Und hierfür verrühre ich jetzt einfach alle Zutaten miteinander. Ich tauche jetzt die Muffins hier einfach ein, aber auch ohne Glasur sind sie wirklich wunderbar lecker und saftig. Und wer möchte, kann jetzt hier noch etwas draufstreuen, Krokant zum Beispiel oder Zuckerperlen oder eine andere schöne Weihnachtsdeko. Ich dekoriere hier jetzt noch meine Muffins fertig und wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Erstellen eurer eigenen Backmischung. Ich glaube, dass eure Liebsten, eure Freunde oder auch die Nachbarn sich sehr darüber freuen werden. Probiert es gerne mal aus, postet eure Fotos mit dem Hashtag BMGSally, da freue ich mich sehr darüber. Und dann wünsche ich euch allen jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Bis dahin ist es ja noch ein bisschen, aber zumindest habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, um die Backmischung vorzubereiten. Also viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!